Freundinnen und Freunde der Astrologie, liebe Community, herzlich willkommen zu diesem Beitrag. Und es geht um nichts weniger als die Wahrheit über Jupiter. Ist der große Glücksplanet in Wirklichkeit ein Kriegstreiber? Bei mir ist der Top-Astrologe und Wirtschaftswissenschaftler Dr. Christoph Niederwieser. Viele von euch kennen und schätzen ihn bereits. Wir haben schon öfter miteinander gesprochen. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir ist und mir ein Exklusivinterview zum Thema gibt. Herzlich willkommen, Christoph Niederwieser. Ja, hallo Antonia, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass wir uns mal wieder zusammenfinden. Ja, freut mich auch sehr und das war gar nicht so einfach, denn du forschst ja immer sehr ernsthaft und du hast vor einigen Wochen zu mir gesagt, ich gebe dir erst Antworten, wenn ich da noch weiter geforscht habe. Also du bist nicht der Typ für einen Schnellschuss. Das ist natürlich, zeigt natürlich auch, dass du ein seriöser Wissenschaftler bist. Okay, dann steigen wir mal gleich mitten ins Geschehen ein, denn der Jupiter wird ja am 11. Mai ins Kampfzeichen Widder wechseln. Und obwohl er als Glücksplanet gilt, ist bekannt, dass Jupiter gerne übertreibt und einfach überall, wo er sich befindet, eine Art Expansion erzeugt. Gerade für Mai und Juni, wenn sich auch noch Mars dann im Widder befindet und die beiden sich treffen, erwarten deshalb viele AstrologInnen eine heiße Phase mit viel Konkurrenzdenken, Wettbewerb und möglicherweise auch kriegerischen Auseinandersetzungen. Und das war jetzt letztes Jahr, als es um die Vorhersagen für 2022 ging. Aber du warst meines Wissens der Einzige, der für die Zeit im Februar und März, also zum Ausbruch des Ukraine-Krieges, das Bild einer Feuersäule, die aus dem Nichts hervorbricht, gezeichnet hat. Und da hatten wir Jupiter und Neptun in den Fischen und du hast diese Konstellation sogar als brandgefährlich bezeichnet. Das Video, in dem du das gesagt hast, verlinke ich auf der Infokarte. Die meisten anderen Astrologen waren der Meinung, Februar und März mit Jupiter und Neptun in den Fischen, das ist eine Phase mit einer ganz besonderen spirituellen Kraft. Christoph, wie kommt es, dass du da schon den Jupiter so kritisch gesehen hast? Ja, also es gibt in der Astrologie viele Lehrmeinungen, die manchmal auch Vorurteile sind. Und was natürlich ganz menschlich ist, bei allem, was uns sozusagen eine Deutung über die Gegenwart und die Zukunft bringt, bei all den Methoden, da ist die Astrologie gar keine Ausnahme, da ist oft der Drang da, diese Methodik als Entscheidungsmaschine zu gebrauchen oder zu missbrauchen. Das heißt, man teilt dann sehr gerne mal in gute und in schlechte Konstellationen ein, in gefährliche und in welche, ja, wo sozusagen das Paradies auf Erden sein wird. Und ein Klassiker eben, wo dann immer groß gewarnt wird im Internet, beispielsweise der rückläufige Merkur, jetzt auf keinen Fall Verträge unterschreiben und so weiter und so fort. Oder eben auch der Jupiter, wenn der kommt, dann ist das große Glück. Und wenn er dann noch den Neptun trifft, dann gibt es überhaupt die spirituelle Erleuchtung. Und wenn die beiden sich noch dazu im Zeichen ihres Domizils befinden, ja, jeder Planet hat ja ein Zeichen, wo er darüber herrscht und wo er sich sozusagen sehr, sehr heimisch fühlt, beim Jupiter und beim Neptun sind es eben die Fische, dann wird es halt als einhellig positiv betrachtet. Ja, das hat mich schon vor 25 Jahren, wo ich mit der Astrologie begonnen habe, hat mich das natürlich herausgefordert, weil das sind ja sehr eindeutige Aussagen, die sich ja auch leicht empirisch überprüfen lassen. Natürlich nicht, indem man, was leider sehr oft passiert, halt sich nur 5 oder 10 Horoskope anschaut. Man braucht ja schon ein paar hundert und dann ergibt sich meistens ganz ein anderes Bild. Und meine absolute Überzeugung ist, es gibt eigentlich keine reinrassig guten und schlechten Konstellationen. Es haben sämtliche astrologische Konstellationen, haben so ihre Licht- und ihre Schattenseiten. Und wenn man irgendwo vielleicht nur das Schlechte oder nur das Gute sieht, dann hat man halt noch was übersehen. Ja, das ist ja auch ganz wichtig, weil das Horoskop uns einen Handlungskorridor vorgibt, innerhalb dessen wir mit unserem freien Willen ja dann doch sehr, sehr viel gestalten können. Wenn es jetzt wirklich so wäre, wie man ja noch im Mittelalter geglaubt hat oder teilweise auch noch im 20. Jahrhundert, manche auch noch im 21. Jahrhundert, dass man da in Gut und Böse scheiden könnte, dann würde ja jetzt zum Beispiel jetzt eine astrologische Beratung gar keinen Sinn machen, weil dann kommt es ja so und so, so böse oder so gut, wie man sich's vorstellt. Und diejenigen von euch, die schon mal in einem meiner Astrologie-Seminare drin waren, ja, die wissen, dass ich immer beide Seiten gleichermaßen beleuchte. Und gerade dieses klassische System der Würden, also wo fühlt ein Planet sich heimisch, wo fühlt er sich fremd, das ist meines Erachtens eine irrsinnig spannende Methode, die, obwohl sie schon viele, viele Jahrhunderte alt ist, extrem viel Aussagekraft auch im 21. Jahrhundert hat.
Ja. Schalten wir doch gleich mal rüber zu der Folge. Genau, wir sehen das jetzt hier. Also für diejenigen, die das jetzt noch intensiver interessiert, es startet ja jetzt am 9. Mai mein Seminar, mein jährliches Online-Seminar Astrologie für Fortgeschrittene, wo wir auch 2 ganze Abende uns hier mit diesem Würdensystem beschäftigen werden und wirklich sämtliche Konfigurationen uns genau anschauen werden. Was sind die Licht-, was sind die Schattenseiten? Und wir sehen es hier sehr schön, ja, dass eigentlich die 7 klassischen, also Sonne, Mond und die klassischen Planeten, die sind hier wie so Schalen dem Tierkreis zugeordnet. Ja, es geht hier los bei Krebs, Löwe, da wo die 2 großen Lichter stehen, Sonne und Mond. Ja. Es geht dann weiter zur Merkursphäre, ja, die zeigt, wie das Wesen sich aussteuert ans Umfeld, wie es dort andockt. Dann die Venussphäre, das heißt, wie bettet sich sozusagen in einem sozialen Milieu ein, um einen Sicherheitsbuffer zu haben. Dann geht die Marssphäre los, also hier Widder und Skorpion. Das zeigt, wo wir dann doch uns verteidigen oder angreifen müssen, um weiterzukommen im da Leben. Da wird es hier gleich noch drum gehen, wenn Mars dann ja, genau. Und dann kommt eben die Jupitersphäre, Schütze und Fische. Die zeigen, wo wir unsere, ja, wo wir die offenen Horizonte unserer Handlungsfreiheit wähnen. Also das heißt, in der Jupitersphäre, da glauben wir, okay, es gibt hier irgendwo nochmal einen Raum offener Möglichkeiten und den ergreifen wir. Ob das sinnvoll ist, den zu ergreifen und ob das jetzt sozusagen von der Mehrheit der Menschen als gut oder schlecht empfunden wird, darüber macht es natürlich keine Aussagekraft. Ja? Das heißt, nur der Jupiter, wenn er in den Fischen ist, dann nimmt er sich das Recht heraus, sozusagen gesetzt zu sein und sich seine Freiheiten zu nehmen. Jupiter in den Fischen fühlt sich wohl, ja, aber das heißt ja nicht, dass das Horoskop oder die Menschen, die diese Konstellation haben, damit auch vernünftig umgehen. Ja, das klingt, das heißt, Christoph, das klingt für mich, was du gerade sagst, er nimmt sich seine Freiheit und was sagtest du noch, geht dann seiner Wahrheit nach, das, was er für richtig hält. Genau. Ja, das klingt ja jetzt ganz genau wie das, was wir jetzt erleben, was eben Wladimir Putin im Moment macht. So ist es. Er will im Moment der Welt diktieren, was er für richtig hält. Weil die Erweiterung der eigenen Freiheit ist halt oft auch die Beschneidung oder Beschränkung der Freiheit der anderen. Ja, das ist also manchmal gibt es Möglichkeiten, das sozusagen Pareto effizient, dass es für beide mehr wird oder für alle Parteien mehr wird. Aber sehr, sehr oft ist die Freiheit des anderen sozusagen die Einschränkung des einen. Und diese Freiheit nimmt sich halt der Jupiter in den Fischen raus. Und ganz, ganz wichtig, er agiert da auch nicht mit irgendwelchen logisch, fundierten wirtschaftlichen, ökonomischen Argumenten. Ja, das würde eher der Steinbock machen, dass er sagt, ich wege hier ab und ich schaue, dass wir irgendwie einen Entscheidungsalgorithmus finden und irgendwie das Ergebnis, das muss irgendwie dann empirisch sich fassen lassen. Nee, der Jupiter in den Fischen, das ist eigentlich eine Konstellation für einen Glaubenskrieg. Ja, das Glaubenskrieg heißt, es geht dort los, wo wir eigentlich mit unseren Fakten nimmer weiterkommen. Es entscheidet sich schon an den Prämissen der Fakten. Ja? Und was wir jetzt momentan in der Ukraine erleben, und das war eigentlich für mich schon seit Jahren klar, wo ich gesehen habe, da der Jupiter Neptun in den Fischen, der kommt da. Das ist eine Konstellation für einen Glaubenskrieg, ja? Also wo sozusagen die alte Weltordnung in Frage gestellt wird, durch welche die eine neue Weltordnung etablieren wollen. Und die Fische sind da nicht weniger kriegerisch als der Widder, ja, ganz entgegen dieser Stereotypen aus dem astrologischen Esotainment, sondern der geht halt nur ein bisschen geschickter und verborgener vor. Der operiert halt mehr unter der Tarnkappe, aber der hat schon genauso dieselben Eroberungs- und Expansionsziele. Ja. Das heißt also, was wir dann schon sehen werden, was sich qualitativ unterscheidet, sobald Jupiter dann im Mai in den Widder reingeht, dass dann deutlich mehr mit offenen Karten gespielt wird. Ja? Dass sich dann immer mehr offensichtlich rauskristallisiert, welche Regionen, welche Länder der Welt helfen denn überhaupt zu welcher Seite. Ja? Also aktuell wird das immer so dargestellt, da gibt es irgendwie die Russland und da gibt es den kompletten Rest der Welt und die Russen haben da irgendwie so einen Psychopathen am Thron sitzen, der jetzt da was Absurdes macht und der Rest der Welt haben alle einig die Meinung, das ist eigentlich nur ein Wahnsinn, was der tut und das kann sich nur um Wochen handeln, bis man den in die Schranken weist. Ja, aber das wird sich dann mit Jupiter im Widder halt rausstellen, wer da wirklich auf welcher Seite ist. Und klar, aus unserer westlichen Perspektive
Der Westen hat jetzt die letzten Jahrzehnte, letzten Jahrhunderte weltweit dominiert. Ja? Zuerst durch die Kolonisierung, wirklich mit physischer Gewalt, und dann durch die Kolonisierung über Wirtschaftssysteme. Ja? Klar, aus westlicher Sicht kann man natürlich dann nur verlieren, wenn es eine neue Weltordnung gibt. Aber es gibt natürlich viele Länder, die dadurch sehr, sehr viel gewinnen können. Ja? Ja. Und sei es auch nur im Fall von Russland der eigene Stolz. Lass uns gleich über diese Weltordnung sprechen. Das möchte ich noch weiter vertiefen und auch natürlich noch das Thema, was Jupiter machen wird, bevor, wenn er in den Widder geht. Ich wollte aber doch darauf hinweisen, gemeinsam mit dir, dass wenn ihr euch näher für dieses interessante System der Würden interessiert, was der Christoph hier dargelegt hat, dann könnt ihr das nämlich bei ihm studieren. Sag doch dazu noch mal ganz kurz was und dann gehen wir wieder. Genau, also es gibt ja, also ich habe ja 4 Seminare, die immer einmal pro Jahr stattfinden, live und also Online-Format, aber live, sodass wirklich auch jeder dann seine Fragen, seine Anmerkungen stellen kann, dass wir gemeinsam Übungen machen können und so weiter. Und Astrologie für Fortgeschrittene, das beginnt eben jetzt in ja, 1-2 Wochen am 9. Mai. Und nachdem das ja wirklich ganz ein zentrales System ist, um Gewichtung in einem Horoskop rauszufinden. Also das heißt, wie kann man schnell und schlüssig so die wesentlichen großen Züge, den roten Faden in einem Horoskop finden? Da ist das System der Würden natürlich irrsinnig gut. Man darf es halt nur nicht wertend verwenden, so nach dem Motto, der hat hier Saturn im Fall oder Mars in der Vernichtung, das muss ja ein richtiger Schurke sein. Also auch Planeten im Fall und im Exil können irrsinnige Charakterstärken sein. Ja. Sie zeigen sich auf alle Fälle gleich wie natürlich Planeten im Domizil und in der Erhöhung auch von einer irrsinnigen Selbstüberschätzung zeugen können. Ja. Und das lernen wir alles dann in dem Seminar eben. Also wie wir hier wirklich mit dem klassischen Würdensystem, das in der psychologischen Astrologie eher als antik und veraltet dargestellt wurde, ja. Aber das kann man durchaus auch im 21. Jahrhundert noch sehr, sehr zeitgemäß verwenden. Ja, wie wir es eben auch beim Jupiter gesehen haben. Genau, ne? Also ich werde dann den Link zu deinem Seminar und deiner Homepage natürlich unten hier unter dieses Video bringen. Aber das kann ich natürlich nur wärmstens empfehlen. Christoph, wo wir jetzt schon gerade dabei waren, wenn Jupiter in den Widder geht, dann geht ja auch alsbald der Mars in den Widder. Und das sehen wir jetzt hier sehr schön in der Grafik, dass der Mars im Widder in seinem Domizil steht und von daher dort besonders stark stehen wird. Und das wird natürlich jetzt die Energie nochmal verändern. Du hast ja gesagt, also auch in den Fischen ist da mit Jupiter schon viel Kampfgeist drin. Und du hast eben schon angedeutet, da kommen dann die Karten auf den Tisch. Da würde ich dann jetzt doch gerne nochmal das Horoskop von Volodymyr Zelensky zeigen, wo es ja immer darum geht, dass er die NATO immer wieder anfragt, Leute, ihr müsst mir helfen. Ich brauche Hilfe und ich brauche mehr Hilfe. Das reicht nicht, was hier passiert. Und wenn wir in sein Horoskop gucken, dann sehen wir eben, dass bei ihm der Mars ganz auf Anfang Löwe steht, auf 0 Grad Löwe. Und wenn der Jupiter jetzt in den Widder geht und sich da mit dem Mars trifft, das wird eben Ende Mai, Anfang Juni der Fall sein, dann bilden die dann ein Trigon zu Zelenskys Mars, und zwar aus seinem Haus der Freunde, aus seinem 11. Haus. Und der Jupiter wird da auch die ganze Zeit bleiben in dem Bereich. Der geht ja nur bis 8 Grad Widder und wird dann wieder rückläufig. Und das ist eben das, worüber ich mir Sorgen mache. Wird dann vielleicht doch die NATO, und von der NATO gibt es ein Horoskop, was darauf verweist, dass sie eine Widdersonne hat. Wird die dann vielleicht doch eingreifen hier in seinem Haus der Freunde? Und wie du auch gesagt hast, und dann zeigt sich auch, wer auf wessen Seite steht, noch stärker. Ja, also ob die das dann direkt machen oder ob es einfach mit den verschiedensten Arten der Waffenlieferungen einfach immer transparenter wird, das macht da eigentlich wenig Unterschied. Es ist ja eh jetzt schon so, dass alle, die davor, um nicht offiziell als Kriegsparteien zu gelten, da irgendwelche aberwitzigen Konstrukte gewählt haben, über welche Drittparteien dann Waffen rübergeschleust werden. Auf das gibt ja mittlerweile eh schon niemand mehr was, und das wird natürlich dann noch viel, viel offensiver gehen. Ja. Im Übrigen ist das denn nicht gefährlich, Christoph? Ich habe eben wirklich, ich habe schon Schiss, dass dann doch die NATO mal irgendeinen Schritt tun wird, wo dann eben wiederum Putin sagen wird, okay,
jetzt wird es für mich Zeit, die Atombombe zu schmeißen und dann haben wir den Dritten Weltkrieg. Hältst du es für möglich jetzt mit Jupiter im Widder, also nicht nur mit Jupiter Mars im Widder, auch der Jupiter wird ja die ganze Zeit in diesem Bereich bleiben, von 1 bis 8 Grad Widder, bis September, dann läuft er nochmal zurück in die Fische. Also wie siehst du das? Na, wir werden auf alle Fälle im Mai die nächste Stufe der Eskalation erleben. Ja. Und es ist nur zum ganz, ganz geringen Prozentsatz ist die Wahrscheinlichkeit, dass da sozusagen Putin in die Schranken gewiesen ist. Eher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er nochmal einen draufsetzen wird, beziehungsweise dass weitere potenzielle Verbündete auch aus der Deckung rausspringen und offiziell Partei ergreifen. Ja. Also, weil wir haben ja auf der einen Seite den Westen, der jetzt jahrzehntelang oder jahrhundertelang den Globus dominiert hat, und wir haben auf der anderen Seite so die zweite Reihe, die dem Westen in all diesen Jahrzehnten, Jahrhunderten mehr so als Steigbügelhalter gedient hat. Das ist ja nicht nur Russland, das ist ja auch ganz, ganz besonders China, ja, das ist auch Indien, es sind auch noch viele andere kleinere Länder. Und da müssen wir uns halt bewusst sein, dass denen allen an so einem Machtwechsel sehr gelegen ist. Ja, und wenn man sich anschaut, es hat in der Geschichte der Menschheit, es gibt immer so ja, eine Weltmacht pro Jahrhundert so grob. Ja, das waren mal die Spanier, dann waren es mal die Niederländer, dann war es mal das British Empire, dann im 20. Jahrhundert die USA, ja, die ja bis heute eigentlich so noch vordergründig die Weltmacht Nummer eins ist, aber de facto sind die jetzt im 21. Jahrhundert schon von China abgelöst worden. Ja? Ja. Obwohl natürlich die ganze Weltwirtschaftsstruktur immer noch um die USA drumherum gebaut ist. Also im Grunde, es geht da jetzt nur vordergründig um die Ukraine, es geht jetzt wirklich darum, eine neue Weltordnung auszutarieren. Und wenn wir mit dem ganzen Spiel durch sind, dann wird klar sein, okay, USA ist halt jetzt dann doch langsam die zweite Liga und China ist halt die erste Liga. Ja, so auch wenn uns natürlich das aus unserer westlichen Perspektive überhaupt nicht behagt. Ja. Ja. Und auch natürlich, was jetzt Demokratie und so weiter anlangt, sind es natürlich Systeme, die weitaus autoritärer wieder sind. Da müssen wir aber natürlich auch uns bewusst sein, dass Demokratie in der Menschheitsgeschichte, das ist ein verschwindend kleiner Prozentsatz an Epochen und an Regionen, die wirklich langfristig demokratisch organisiert waren. Mhm. Also eigentlich, dass oben so ein starker Führer steht und der bestimmt, ob das jetzt ein Kaiser oder ein König ist oder ein Fürst oder irgendeine kommunistische Zentralpartei, sei dahingestellt. Wir haben es jetzt ja gerade auch während Corona gesehen. Ja? Ja. Das hat ja auch gerade diesen Ländern so einen Rückenwind gegeben. China kann zack per Direktive alles Mögliche anordnen, um dann ja, Millionen Menschen eigentlich in die Quarantäne zu schicken. Ja. Der Westen diskutiert nach 2 Jahren noch rum und weiß immer noch nicht genau, was er machen soll. Ja. Das ist natürlich wieder das Manko an Demokratien, wo natürlich die sich aus deren Sicht bestätigt fühlen und sagen, da sieht man es mal wieder, die im Westen, die labern nur rum und alle 2, 3 Jahre ist eh wieder ein Neuer an der Macht. Was soll dabei rauskommen? Unser System ist deutlich effektiver und mächtiger. Ja? Also das heißt, wo wir eigentlich seit dem Fall des Eisernen Vorhangs geglaubt haben, jetzt wäre dieser alte Streit entschieden, was denn jetzt das beste System ist, ja. Der geht in die nächste Runde. Ja? Genau, also das Bewusstsein sickert ja auch bei einigen nicht-astrologischen Experten so langsam ein. Also ne, das ist ganz interessant. Du sprichst davon schon seit Jahren. Du sprichst schon seit Jahren davon, dass es eine neue Weltordnung geben wird und hast die auch so ausgerichtet, hast auch schon seit Jahren von diesem technoiden Neokommunismus gesprochen und es gibt mittlerweile tatsächlich auch andere, die so langsam begreifen, dass die Idee zu sagen, ja, aber wieso, Demokratie, das ist doch das beste System, was es gibt, seht ihr das denn nicht? Mhm. Dass das eben einfach naiv ist. Trotzdem würde ich dich gerne noch mal festnageln wollen. Du warst jetzt derjenige, der wirklich gesagt hat, im Februar, März sehe ich dieses Bild von der Feuersäule. Also mir ist niemand anders bekannt, der davon gesprochen hat. Ne? Es gibt, Ray hat zum Beispiel auch davon gesprochen, dass er kriegerische Auseinandersetzungen befürchtet, hat das aber eher der Jupiter im Widder zugeordnet. Mhm. Die Frage ist eben jetzt, oder sagen wir mal so, ich höre raus, dass du sagst, naja, egal was Putin macht, Atombombe oder nicht, am Ende wird es eine neue Weltordnung geben. Ich bin halt, und kann es denn aus deiner Sicht heraus sein, dass
tatsächlich es so weit kommen wird. Könnte Jupiter im Widder tatsächlich eine Verschlimmerung bringen, auch im Hinblick auf den Dritten Weltkrieg zum Beispiel? Ja, also definitiv wird es im Mai die nächste Stufe der Eskalation geben. Ja. Ob das halt bedeutet, dass da jetzt plötzlich nochmal in eine andere Region einfällt, okay, ob das bedeutet, dass vielleicht China jetzt plötzlich auch offen sagt, okay, Westen, schön und gut, dass ihr uns da umgarnen wollt, aber eigentlich sind die Russen uns deutlich näher, mhm, und die dann vielleicht anfangen, in Taiwan da Begehrlichkeiten auszustrecken. Es gibt ja noch mehrere so potenzielle Krisenherde. Also das werden wir dann sehen, ja, ob neue Waffen zum Einsatz kommen. Also eine Atombombe, das ist natürlich jetzt so das Schlimmste der Szenarien. Aber das würde ich vielleicht so bei 15-20% maximal ansetzen. Also, ah, okay. Glaub, dass ja, du sagst ja auch, dass Putin ist natürlich ein brillanter Taktiker, ja. Der ja, weiß immer genau, wie weit er gehen kann. Ja, du sagst ja eben auch. Das ist ja auch nochmal so ein Beweis, wie wenig eigentlich so die Trivialastrologie funktioniert, weil wir hatten uns ja davor nochmal das Horoskop von Putin gemeinsam angeschaut. Ja. 4 Planeten im klassischen Friedenszeichen in der Waage. Ja. Ja, ja. Hingegen die NATO, irgendwie ein Riesenbulk im Widder, scheint mal das Kriegszeichen. Ja, ja, genau. Also Sonne, Venus und Mars im Widder, die NATO, genau. Und wer ist der Aggressor? Der Waage-Typ. Genau, also da sehen wir ja schon, also wie wenig solche Schablonen funktionieren. Ja. Also man muss sie inhaltlich verstehen, um sie richtig anzuwenden. Und da sind gerade die Waagen, sind natürlich militärstrategisch die absoluten Meister. Genau. Ja, der Widder, der geht offen in die Schlacht raus und überzeugt vielleicht durch körperliche Kraft und Geschicklichkeit. Die Waage hingegen, die schafft es einfach durch Taktiererei und durch Winkelzüge und durch eine Tarnkappe und durch doppelte Böden und so weiter, kommt die im Regelfall in so Auseinandersetzung deutlich weiter. Ja, naja, man darf ja auch nicht vergessen, der ehrliche Michel ist. Genau, du sagst es. Und man darf auch nicht vergessen, dass Putin ja schon seit Jahren als alter KGB-Mann im Hintergrund daran arbeitet, auf verschiedenste Arten und Weisen den Westen zu schwächen, eben auch mit diesen ganzen Internet-Bots, die mit zur Spaltung der Gesellschaft beitragen. Nach meinen Informationen ist ja die wahre Konspiration oder die wahre Verschwörung die, dass eben der KGB ganz viele von diesen Verschwörungstheorien gelauncht hat, die alle anti-amerikanisch sind, ne, sind alle so, die Amerikaner machen dies, die trinken Kinderblut, die machen was weiß ich, die sind anti-jüdisch und erstaunlicherweise sind sie alle pro Putin. Ne? Also, also auch während der Corona-Zeit diese ganzen Konspirationsideen, die waren alle pro Putin und nach meinen Informationen bewusst vom KGB und ich habe mich damals noch gefragt, warum macht der das? Was interessiert denn daran, die Gesellschaft zu spalten? Jetzt wird es deutlich, weil das natürlich zu einer Schwächung der Gesellschaft führt. Ja, und da ist der natürlich jetzt schon seit vielen Jahren dran. Ja. Und ganz massiv eigentlich seit dem ersten Einfall in der Ukraine. Da ist ja dann ziemlich bald 2014, die Flüchtlingswelle kommen. Und mit der Flüchtlingswelle ist ja dann eigentlich 2015 die Spaltung unserer Gesellschaft losgegangen. Ja, zuerst irgendwie die totale Einigkeit, wir müssen helfen. Ja. Und plötzlich ist es total auseinandergefallen. Genau. Und es ist ja seitdem immer gekittet, es ist eigentlich Jahr für Jahr immer wilder worden. Genau. Durch das Corona-Thema und so weiter. Dann, da ist eine Kluft nach der anderen reingetrieben worden. Und wie du sagst, also Russland hat das sehr, sehr früh schon gemerkt, eigentlich die Kriege des 21. Jahrhunderts, die werden nur noch sekundär auf solchen Schlachtfeldern wie auf der Ukraine ausgetragen. Die wahren Schlachten passieren im Internet und es kommt ja nicht von ungefähr, dass beispielsweise Telegram aus Russland kommt. Ja. Und Russia Today natürlich ist mittlerweile verboten jetzt hier bei uns, aber auch viele Jahre eigentlich geschaut hat, alternative Meinungen halt extrem zu fördern und zu pushen, einfach um die Achillesferse der westlichen Demokratien, nämlich die Meinungsvielfalt, wirklich gezielt zu sabotieren. Ja. Ganz genau, ganz genau. Und dann führt das dazu, dass in Deutschland zum Beispiel 30% der Leute nicht zufrieden sind und das Gefühl haben, ihre Regierung belügt sie und stimmt alles nicht und das ist keine richtige Demokratie, in der wir hier leben. Also da hat der KGB ganze Arbeit geleistet. Genau. Also, ja, und das ist die Waage. Ja, das ist eben die Waage, die Meisterin des Taktierens. Mhm. Was natürlich der Waage auch immer in die Karten spielt, ist ja das kardinale Luftzeichen, dass die Waage ja eigentlich Prinzipien nur vordergründig hat und sobald es
irgendwie die Situation oder die Mittel rechtfertigen, die ja sehr schnell dann ihr Basis, ihr Fundament ändert. Ja? Ja. Während jetzt die Marszeichen, ein Skorpion und ein Widder, geht in die Verhandlungen rein mit klaren Zielen und die will sie halt da durchdrücken. Die Waage ist deshalb im Verhandeln oder im Taktieren so geschickt, weil sie ja diese Ziele permanent wieder ändern kann und viel, viel schneller als die anderen mitdenken können. Ja? Und natürlich, was da ganz ein Klassiker ist, so Ablenkungsmanöver, also wenn wir uns das anschauen, wie viel die Medien beschäftigt waren mit dem Thema Gas in Rubel zahlen. Also das ist natürlich brillant, weil damit ist natürlich, dann sind dann wieder viele Leute geistig beschäftigt, was will er jetzt und was soll das und was könnte er für Vorteile haben und macht das nicht und so weiter. Und währenddessen ist er schon wieder auf ganz anderen Kriegsschauplätzen unterwegs. Ja, Mensch, Christoph, ich wünschte mir wirklich, ein paar von diesen Spezialisten würden sich da mal mit dir drüber unterhalten, über das Thema. Aber wahrscheinlich kannst selbst du nicht genau vorhersagen, was er als nächstes tun wird. Nee, wie gesagt, also jetzt geht es um die nächste Stufe der Eskalation. Ja. Man muss sich ja vorstellen, also es war ja bis Ende der 1980er Jahre sozusagen eine Gewaltenparität zwischen dem Ostblock und dem Westblock. Ja. Und klar, in Russland ist es den Menschen schlecht gegangen, aber das kannten die ja schon aus der Zarenzeit. Ja. Sind ja da auch hart im Nehmen. Aber sie hatten den Stolz, okay, wir sind die andere Weltmacht neben den USA. Seit den 1990er Jahren ist natürlich das russische Selbstbewusstsein komplett pulverisiert worden. Und man sieht jetzt auch, was für eine enorme Rückendeckung er hat in der Bevölkerung. Also als Einzelkämpfer könnte er das in der Form gar nicht durchziehen. Ja. Die meisten Russen, im Übrigen auch ganz viele, die hier in Deutschland leben, die sind ja dezidiert auf seiner Seite. Und eben nicht aus rationalen Gründen, ist ein Glaubenskrieg, wie gesagt, sondern einfach, weil sie das Gefühl haben, okay, es ist endlich einer da, der hier unser lädiertes Selbstbewusstsein wieder ein Stück weit restaurieren kann. Und solange man das eben nicht sieht, dass da wirklich, dass das um Glaubenssysteme geht, dass es da auch um irrationale Befindlichkeiten und Gefühle oder scheinbar irrationale Gefühle und Befindlichkeiten geht, wird man den Konflikt natürlich nicht lösen können. Ich würde gerne noch mal ganz kurz in dem Zusammenhang auch auf Chiron zu sprechen kommen, Christoph. Chiron im Widder erweist sich aus meiner Sicht als durchaus schwierige Konstellation. Also das ging ja genau damit auch einher mit diesem immer stärker werdenden Spaltungsgeschichten in der Gesellschaft. Mir ist aufgefallen, dass Chiron offenbar auch was mit Verschwörung zu tun hat. Ja. Also ganz, ganz viele Leute, die einen starken Chiron haben und zum Beispiel als Sozialarbeiter, Heilpraktiker in irgendwo alternativ sich engagieren, sind gleichzeitig auch die, die also voller Begeisterung die Verschwörungstheorien angenommen haben. Mhm. Und jetzt stellt sich eben auch heraus, dass möglicherweise der KGB was damit zu tun hat. Und der Chiron ist sehr zentral eingebunden in diesem Geschehen. Also als das losging mit Putin, hatte jetzt Putin und das NATO-Horoskop vom 4. April. Du hast gesagt, da gibt es auch noch ein zweites von der Ratifizierung, aber die Gründung der NATO war auf jeden Fall am 4. April. Wann war das? 1949, genau. Ja. Und das kann ich auch noch mal schnell zeigen. So, und die NATO hat ja hier ganz viele Planeten im Widder. Und auf der Sonne der NATO steht jetzt Chiron ganz genau drauf. Und der erste Moment dieses Transits war genau Ende Februar, als das losging mit Putin. Das Interessante ist aber, dass Putins Sonne, die steht genau auch gegenüber, die steht auf 14, 15 Grad Waage. Der hat also auch den Putin. Putin, der hat auch mit Chiron zu tun. Chiron steht bei ihm Opposition. Also diese beiden Kräfte, die sich da jetzt auf der Welt gegenüberstehen, sind zurzeit ganz stark von Chiron beeinflusst. Und jetzt haben wir ja demnächst dann eben Jupiter im Widder, dann noch Mars im Widder. Die treffen sich auch alle mit Chiron. Wie siehst du das, Christoph? Ja, Chiron ist natürlich ein spannendes Thema, weil der in der Astrologie jetzt die letzten 40 Jahre irrsinnig hofiert worden ist. Wurde ja 1977 entdeckt und dann waren wir ganz happy, jetzt haben wir endlich einen neuen Deutungsfaktor. Und wo dann ab 1992 plötzlich im Wochen-, dann später im Tages- und dann immer im Stundentakt weitere, teilweise noch viel größere Planetoiden in unserem Sonnensystem entdeckt wurden, da war die Astrologie noch schnell mal ratlos. Den Chiron, den machen wir übrigens auch im fortgeschrittenen Seminar, weil ich da ein bisschen eine andere Deutung habe. Ja. Also man redet ja eigentlich immer hier vom verwundeten Heiler aufgrund von diesem Mythos, aus der griechischen Mythologie.
Wenn man sich aber anschaut, der Chiron, das ist ja so ein kleiner Gesteinsbrocken von 200 Kilometern, der aber eine sehr elliptische Umlaufbahn hat. Ja? Und alle Planeten mit elliptischen Umlaufbahnen, die sogenannten Zentauren, die sind immer Brückenkörper. Ja? Mhm. Die überbrücken die Sphären oft von ein, zwei, drei Planeten unseres Sonnensystems. Und der Chiron, der ist in der Sonnennähe, ist ja innerhalb der Saturnbahn, dann geht er immer weiter raus und in der absoluten Sonnenferne, bevor er wieder umdreht, kommt er ganz in die Nähe der Uranusbahn. Ja. Deswegen sagen dann viele, okay, das wäre so die Brücke zwischen Saturn und Uranus. Aber was oft übersehen wird, er erreicht die Uranusbahn nicht. Ja? Das heißt, es ist wie jemand, der raus aus der etablierten, konventionellen Welt des Saturns will, der auf die Sinnsuche geht, der sagt, was magst du denn da noch draußen geben in den anderen Welten, der sozusagen den Uranus sucht. Der Chiron, der sucht die Sphäre des Uranus, aber bevor er sie finden kann, muss er wieder umkehren. Ja? Und darum ist das eigentlich das Motiv der großen Sinnsuche. Also der Chiron, der schickt uns immer raus auf die Suche. Der erzeugt zuerst mal so ein Entfremdungsgefühl. Also ich fühle mich hier in meinem Job oder in meiner Ehe oder wo immer, ich fühle mich da fremd, das ist nicht mehr mir angemessen. Es muss da noch irgendwo was Besseres geben. Und dann geht man mal raus suchen, man findet es aber nicht. Ja? Und genau das ist es halt, was der Chiron hier auf der Achse da macht. Im Widder, ja, dass jetzt die NATO sich komplett neu definieren muss. Die Zentaurenkörper, wie gesagt, die bringen immer so ein Stück weit ein Chaos rein, weil sie das alte Gefüge durcheinander schmeißen, aber sie bringen noch keine Lösung. Ja. Das heißt, da braucht es dann wieder andere Konstellationen, die dann irgendwann die Lösung bringen, aber man kann natürlich sehen, dass der Chiron da ist, im Grunde alle auf die Sinnsuche schickt und da auf die Suche, wer bin ich denn eigentlich in der Welt und was ist denn meine Position? Und das sehen wir natürlich jetzt überall. Ja, das sehen wir die NATO plötzlich. Was ist eigentlich unsere Aufgabe? Was sind unsere Grenzen? Was sollen wir jetzt hier machen? Bis hin zu einzelnen Parteien. Ja, plötzlich sind die Grünen die Kriegspartei. Unfassbar. Was sich natürlich vor einem halben Jahr noch niemand hat denken können, dass die plötzlich am massivsten nach Waffen rufen. Und das sieht man schon, also die müssen sich jetzt alle irgendwie ein Stück weit wieder neu, philosophisch, weltanschaulich, müssen sie sich wieder neu finden. Und das macht natürlich der Chiron aus, wobei die Planetoiden in meinem Deutungssystem, das ist so ein bisschen so, die präzisieren es ein oder andere, aber sie müssen natürlich immer alles im Rahmen der großen Gesamtkonstellationen machen. Also ein Chiron, aber deswegen ist das weit weniger gewichtet als ein Jupiter zum Beispiel. Richtig, aber deswegen ist das ja jetzt gerade so interessant, denn wir haben Chiron auf der Sonne der beiden Opponenten. Mhm. Also das hat mich schon so leicht umgehauen, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, und ich sehe eben wirklich auch immer wieder in den Horoskopen meiner Klienten und Klientinnen, dass Chiron sehr oft maximal beteiligt ist an Krankheitsgeschehen, Unfallgeschehen, also immer an so existenziellen Krisen, die einen dazu bringen, zu begreifen, dass man doch nur ein Mensch ist. Und dass man doch nur irgendwo verwundbar ist. Und das, also so ganz falsch ist das mit dem verwundeten Heiler meiner Meinung nach nicht, weil das eben auch dazu führt, so wie man eben jetzt auch, wie die NATO eben sehen muss, wie verwundbar sie doch eigentlich ist. Und wie sehr sie bisher da geschlafen hat und gesagt hat, auch wird schon alles passen und was, und nicht aufgepasst. Ja, die Beteiligten kriegen eine Schlagseite, aber immer mit dem Ziel, die auf die Suche zu schicken. Ja, das heißt, die NATO hat jetzt, 60, 70 Jahre lang gedacht, wir sind hier, um den Frieden zu stabilisieren. Ja. Und jetzt, wo wirklich mal so eine größere Herausforderung kommt, merken Sie diplomatisch, wie gehen wir da überhaupt vor? Wir sind ja eigentlich gar nicht richtig vorbereitet. Ja, richtig. Andererseits Putin natürlich, der sagt, so wie bislang, das mache ich nicht mehr weiter mit. Ja. Mhm. Lieber in den Untergang als weiterhin so sozusagen mit dem gekränkten Stolz hier immer weiter in der Weltmachtstruktur da an den Rand gedrängt zu werden. Und wie gesagt, es ist ja Glaubenskrieg. Ja? Da gibt es ja kein richtig und kein falsch. Da gibt es halt nur verschiedene Brillen und verschiedene Ansichten dazu. Ja, da hat natürlich jeder seine eigene Wahrheit, die er da drumherum baut. Also bist du denn nicht der Meinung, dass Demokratie und Freiheit des Einzelnen mehr richtig ist? Und das, also ich meine, ich möchte jetzt nicht in Russland leben, muss ich ehrlich sagen. Also das ist schon eher falsch. Ich persönlich bin natürlich ein ganz, ganz glühender Verfechter der Demokratie, trotz all der Schwächen. Aber in der Astrologie, da geht es jetzt weniger um die persönlichen Meinungen. Achso, du meintest in der Astrologie, alles klar. Da muss man natürlich schon immer schauen, jetzt aus der Historie heraus und
aufgrund der verschiedensten weltweiten Strömungen. Wie sind denn vielleicht da andere Weltbilder gestrickt? Ja, weil man sonst einfach die Mentalität nicht verstehen kann. Und wenn man sieht, China zum Beispiel, die haben ja seit fast 4000 Jahren haben die einen Kaiser gehabt. Ja? Mhm. Und der Kaiser, der war der Heavenly Command, das heißt, der war das Sprachrohr der himmlischen Ordnung, also der großen Ordnung auf Erden. Der hat immer recht gehabt, ja. Und der durfte nicht nur alles über seine Untertanen wissen und alles mit denen machen, der musste das sogar, weil er ja die Sprache der himmlischen Ordnung ist. Es ist ganz, ganz ein anderes Weltbild dahinter, als wir hier in Europa haben mit dem Geist der Freiheit, ja. Das heißt, es ist grundsätzlich inkompatibel. Mhm. Also im Grunde geht es ja um die beiden Glaubenssysteme, so wie wir es in China, aber auch in Russland haben, seit die kommunistisch sind. Das Kollektiv ist alles. Ja, die Masse, die Gesamtheit, des Volk ist es wichtiger, der Einzelne hat sich unterzuordnen. Ja, das kann man eigentlich im Grunde auf diese Formel bringen. Das ist ja, was eigentlich hinter der kommunistischen Idee steckt. Auf der anderen Seite, wir hier im Westen sind der Meinung, der Einzelne soll sich möglichst frei entfalten können, soll möglichst so seine Pläne umsetzen können, auch wenn es vielleicht gegen die Interessen der Allgemeinheit geht, weil das dann im Summe dann doch das Gesamte reicher und besser macht. Ja, Adam Smith, so die unsichtbare Hand, wenn jeder so macht, wie er darf, ohne dass der Staat eingreift, dann landet man halt in der besten aller Welten. Ja. Und du siehst schon, das ist grundsätzlich nicht vereinbar, die beiden Weltsichten. Das heißt, jeder Sieg zwischen diesen beiden Systemen kann immer nur ein Sieg auf Zeit sein, auch wenn Fukuyama zum Beispiel, der Soziologe, 1990, 91 gesagt hat, okay, jetzt sind wir beim End of History, Ende der Geschichte. Genau. Jetzt ist der Kapitalismus ist richtig und der Kommunismus war falsch. Ja, das ist ja so, und jetzt plötzlich geht es in die nächste Runde. Also ich würde dann gerne an dieser Stelle nochmal mit dir über den berühmten Russland-Zyklus von André Barbeau sprechen. Also vor deiner, weil du erforschst ja ganz große Zeiträume und eben aus deiner Sicht formt sich eben eine neue Weltordnung. Und im besten Falle, wenn ich das verstanden habe, können Demokratie und dann eben dieser technoide Neokommunismus irgendwie nebeneinander her existieren, wenn man irgendwie einen Weg findet, sich da zu arrangieren. Im schlechteren Fall werden immer mehr Demokratien in diesen technoiden Neokommunismus umgewandelt? Oder glaubst du, die Demokratie wird schon auch überleben können? Das sind jetzt so graduelle Übergänge. Okay. Also man kann nicht jetzt schon davon ausgehen, weil ja die Grundpflöcke der großen letzten Zyklen einzementiert sind. In China dieses mächtige Überwachungssystem, das wird mindestens bis in die Mitte der 2040er Jahre so weitergehen. Ja, frühestens dann haben die nämlich die nächste Ausbruchskonstellation, wo sich da grundlegend was ändern kann. Bis dahin ist es dort zementiert. Ja, okay. Jetzt kristallisiert sich immer mehr raus, okay, Russland, das wird eher so ein Block, mit denen gemeinsam werden. Ja. Indien kippt eher auch in die Richtung rüber. Mhm. Wenn dann sozusagen da die Machtblöcke neu erstarrt sind, will ich ja nicht wissen, welche Länder da sonst noch rüberwechseln. Und dann auf der anderen Seite am absteigenden Ast so die westlichen Demokratien mit den USA und Europa halt so dazwischen mit der großen Chance eigentlich, sich jetzt da so als dritter unabhängiger Block zu etablieren. Okay. Aber natürlich auch mit der Gefahr, dass vieles von diesen Überwachungssystemen, ja, auch bei uns immer stärker wird, einfach weil man es technisch machen kann. Ja. Und das wird dann aber weniger sein, dass man so wie im klassischen technoiden Neokommunismus in China sagt, okay, fürs Volkswohl dies oder jenes. Bei uns sind es dann halt vielleicht mehr Themen wie ja wegen dem Klimawandel, genau. Oder wegen der Steuerflüchtlinge oder weil das Vermögen ungerecht verteilt ist. Ja, da werden halt andere Gründe vorgeschlagen. Andere Gründe, natürlich genauso. Genau. Um natürlich genauso immer mehr über die Menschen wissen zu wollen. Ja, ja, okay. Also ich wäre ja zum Beispiel sofort dafür, am Waldrand Kameras aufzustellen, um die Leute zu erwischen, die da immer ihren Müll hinkippen. Ja, und du siehst, also das wäre so ein Beispiel, ne? Ist auch eine Form von Überwachung, klar. Genau, und das ist, wo geht's los, wo hört's auf? Geht's los, ja? Also wahrscheinlich sind auch ein Großteil der Eltern hier in Deutschland werden sofort dafür, Computerspiele zu verbieten oder radikal einzuschränken, weil man selber als Eltern gar nicht mehr die Kraft und die Muße hat, bei den Kindern da immer hinterher zu sein. In China haben die das ja gemacht, ja. Mhm. Da darf man als unter 18-Jähriger nur noch 2 Stunden in der Woche Computer spielen, zack, danach automatisch ausgeschalten. War mir gar nicht klar. Das wünschen sich ja viele, aber da sieht man schon, wo will man die Grenze setzen. Da kommt natürlich der Nächste, der uns sagt, naja, so total
dumme steinzeitliche Denkmodelle müssen wir eigentlich auch verbieten. Da ist Astrologie als erste dran. Gott, ja. Das heißt, da sind wir dann schnell in einer Welt drin, wo dann bald mal alles verboten ist. Und das ist natürlich ein Gefahrenszenario, dass wir jetzt mit den Überwachungstechnologien der Luftepoche so ein Stück weit in so einem digitalen Biedermeier landen. Ja, also wo man dann eigentlich nur noch, wenn man sich irgendwo persönlich unter vier Augen trifft, vielleicht dann eben im Wald, ja, weil wenn man sich in einem Café trifft, mitten in Köln, dann irgendwo ist dann vielleicht dann doch eine Kamera, die Lippen lesen kann, ja, und da sagt, da duschelt man sich vielleicht noch zu, was man wirklich glaubt, und sobald man dann in der digitalen Blase ist, muss man sich komplett zurückhalten, was man überhaupt noch sagen kann. Das ist die Gefahr. Aber die große Chance ist, dass Europa da eben als dritten Weg, ich nenne es immer diesen Dualismus zwischen Technoiden und Neokommunismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Gemeinwohlwirtschaft, eine Gemeinwohlökonomie. Mhm. Ja. Also so ein Stück weit soziale Marktwirtschaft, aber in einer neuen Form. Ja. Also wo dann ein Stück weit der Kapitalismus ein bisschen weniger darf, als er bislang konnte. Ja. Aber wo im Grunde doch das Freiheitsprinzip im Vordergrund steht. Das ist nach wie vor meine große Hoffnung für Europa. Ja, dem schließe ich mich voll inhaltlich an. Jetzt möchte ich, wie gesagt, nochmal zu dem Barbeau-Zyklus kommen. Das will ich hier auch nochmal schnell zeigen. Und zwar gibt es eben Daten, die hängen zusammen mit der Saturn-Neptun-Konjunktion. Und André Barbeau hat eben diesen Zyklus beschrieben und hat erläutert, immer wenn es eine Saturn-Neptun-Konjunktion gibt, dann passiert in Russland eine größere Transformation, und die geht oft auch einher mit einem Zusammenbruch von Strukturen, was ja Neptun-Saturn ist. Ne? Saturn ist Struktur, Neptun ist Auflösung. Mhm. Und die letzten Daten, die halt das berühmteste, uns am meisten im Kopf befindliche Datum ist natürlich 1989. Das war der Fall der Mauer und die Öffnung des Eisernen Vorhangs unter Gorbatschow. Und Gorbatschow war auch noch Fische, hat also sehr viel zur Auflösung der Sowjetunion beigetragen. Und das letzte Mal davor war 52, 53. Das war auch das Geburtsjahr von Putin. Also Putin trägt diesen Russlandzyklus in sich, in seinem Horoskop. Und es war Stalins Tod mit der Entstalinisierung. Und davor gab es ein Datum 2017, das war die Russische Revolution. Und das nächste Datum, das ist jetzt spannend, das nächste Datum wäre Juni, Juli 2025 und Februar 26. Ist das dann vielleicht das Ende von Putin? Das wäre ja so meine Hoffnung. Also wenn der Zyklus sich so ausspielt wie bisher auch, würde eben dann doch auch in Russland wieder eine größere Umwälzung stattfinden. Und diese Umwälzungen waren meistens nicht zum Vorteil. So. Was denkst du darüber? Ja, also dass dort in den kommunistischen Systemen der nächste Pflock einzementiert wird, das ist klar. Also wenn man davor schaut, 1882 rum, das war ja dann die vor 1917, da sind überall die sozialistischen und kommunistischen Parteien gegründet worden, auch in Russland zum Beispiel, 1846 davor, das war eigentlich im Grunde die Geburtsstunde des Kommunismus mit dem kommunistischen Manifest von Karl Marx und Engels. Ja, also da gibt es immer eine Transformation, da gibt es auch immer eine Welle, wo das große Volk, die breite Masse sagt, okay, jetzt sind wir da lang genug unterdrückt worden, jetzt haben da vielleicht Einzelne zu sehr mit ihrer Macht herumgefuhrwerkt, jetzt wollen wir uns von denen befreien, und ja, das ist schon eine gewisse Revolutionskonstellation. Hat man im Übrigen auch hier in Europa schon oft, ja, beispielsweise 1524, wo die Bauernkriege waren und so weiter, Aufstand der Bauern gegen Adel und Klerus und so weiter, also das zieht sich natürlich durch. Aber es ist nicht gesagt, dass das unbedingt zu einer Schwächung des russischen Systems führen kann. Es kann sein, dass es einfach ganz neu sich hier zementiert. Ja, also rein, wenn man jetzt das rechnerisch nimmt, dass Putin dann irgendwann die Macht abgibt, da ist es natürlich schon 2025, 2026 ein realistisches Datum. Aber es muss nicht zwangsläufig sein, dass die Sowjetunion oder Russland dadurch geschwächt wird. Es kann auch sein, dass die wirklich gestärkt sind. Also es gab ja in den letzten 500 Jahren auch schon Phasen unter dem Zyklus, wo Russland dadurch eigentlich seine Macht auch erheblich ausbauen konnte. Also, und was würdest du für ein Szenario jetzt sehen, also aus deiner Sicht so? Naja, also bis Mitte der 2020er Jahre, da
da haben wir jetzt diese Sturm- und Drangzeit der Luftepoche, wo das Alte jetzt Jahr für Jahr immer mehr wegbricht. Ja, die Dinge, die wir aus der Erdepoche aufgebaut hatten, Stück für Stück einfach nicht mehr funktionieren. Ja, jetzt sehen wir es mit der Inflation, wir sehen es mit der Rohstoffkrise, dann sind bald mal das Rentensystem dran. Also alles, was wir gedacht haben, was ewig halten wird, wird sich jetzt in Windeseile auflösen. Und dann eben Mitte der 2020er Jahre, da wird es halt dann sozusagen so derart dann schon sturmreif geschossen sein, dass man dann einfach ganz ein neues System etabliert, wo das Thema Gemeinwohl viel stärker im Vordergrund steht, ja, wo vielleicht bei uns hier Menschen, die sehr viel Wert auf Besitz gelegt haben, ja, und auf Wohlstand natürlich einen Gürtel enger schnallen müssen, wo es aber gleichzeitig auch zu einer Befreiung der Kreativität und kommen kann und dass wir Menschen uns dann doch nochmal ganz anders verwirklichen können, ja. Also das ist der jeder Zyklus hat immer Vor- und Nachteile. Das ist jetzt so ein allgemeiner Ausblick, aber jetzt für Russland. Also du würdest sagen, das muss eben nicht heißen, dass das bei dem nächsten Mal eine Schwächung bedeutet, sondern einfach nur, dass dann vielleicht klar ist, es wird eine Änderung in der Machtstruktur geben, aber das muss jetzt nicht auf eine Schwächung rauslaufen, ganz im Gegenteil. Ja. Es kann durchaus auch sein, dass dann Russland vielleicht dann mit einer neuen Führung, die sich ein bisschen an die Situation angepasst hat, die mit China schon ganz ein neues Arrangement gefunden hat, dass die vielleicht sogar nochmal deutlich an Stärke gewinnen. Ja, weil wir müssen ja schauen, wenn das jetzt die USA zum Beispiel betreffen würde, ja, also vom ersten Platz kann man nur absteigen, aber Russland aktuell vom 7., 8., 9. Platz, ja, ist eher wahrscheinlich, dass die nochmal aufsteigen, als dass sie weiter abrutschen. Und du meinst also, das macht nichts, dass alle im Moment, alle außer China und Indien, versuchen, sich nach und nach von Russland abzukoppeln, weil eben, wenn sie mit China und Indien eine Partnerschaft eingehen, dann reicht das zum Überleben oder zum Handel treiben oder für den Wohlstand. Naja, also man muss bedenken, dass den Grad der Globalisierung, den wir vor dem Ersten Weltkrieg hatten, also in den 1910er Jahren, dass wir den gerade erst mal vor ungefähr 10 Jahren wieder erreicht hatten. Ah, okay. Man glaubt ja oft, die Globalisierung ist ja so eine Einbahnstraße, die immer mehr wird und dass wir zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte eine globalisierte Welt haben. Dabei wird oft übersehen, dass das vor dem Ersten Weltkrieg sogar noch deutlich globalisierter war, ja. Und da war nämlich Afrika zum Beispiel viel besser eingebunden. Also da gab es wirklich ein ganz dichtes internationales Handelsnetz. War das nicht damals durch die Kolonialisierung? Ja, klar, das war durch die Kolonisierung, hat natürlich einen großen Anteil gehabt, aber da hatten wir schon einmal globale wirtschaftliche Verflechtungen, die im gleichen Komplexitätsgrad hatten. Das war mir nicht klar. Okay. Die wir jetzt erst in den 2010er Jahren eigentlich wieder erreicht hatten, ja. Und damals hat man sich ja eben so im Jahr 1910 hätte sich auch niemand vorstellen können, dass 10 Jahre später dann plötzlich wieder mehrere Blöcke gibt und die Wirtschaft wieder weiter als regionaler funktioniert. Ja. Okay. Also ich denke, das wird definitiv auch ein Baustein von dem Ganzen sein. Siehst du, und ich hätte mal gedacht, dass die Luftepoche eigentlich dann sowas Globales ist, weil Luft heißt ja befreit von materiellen Grenzen miteinander agieren. Na? Aber das ist ja gerade das Typische von der Luftepoche, dass es eben nicht mehr eine große Lehrmeinung gibt, nach der sich alle richten, ja, sondern dass jeder plötzlich sein eigenes Prinzip der Freiheit hat. Ja. Und die Freiheit des Westens ist halt oft danach die Gefangenschaft oder die Unterjochung von anderen Ländern. Ja. Für die ist es eher dann ein Zeichen von wachsender Freiheit, sich vom Westen zu befreien. Also das aus der Vogelperspektive ergibt sich dann natürlich dann ein bisschen differenzierteres Bild. Deswegen spreche ich ja so gerne mit dir, weil du immer diese Vogelperspektive hast, die einfach dann den Blick auf diese größeren Zusammenhänge ermöglicht, was ja manchmal auch was Beruhigendes haben kann, dass man einfach sagt, okay, wir sind einfach Teil dieser Zeitenwende und wir da passieren Dinge, die so groß sind, dass wir uns dem irgendwo einfach auch anpassen müssen und das Beste draus machen müssen. Aber ja, das ist der Punkt, genau. Ja.
Weil für Europa könnte es ein irrsinniger Innovationstreiber sein. Also das plötzlich hat man immer diese verlängerte Werksbank mit Billigstarbeitskräften irgendwo im Osten oder in Asien. Plötzlich kann man immer einfach billig überall auf der Welt die besten Rohstoffe zusammenkaufen. Man muss sich was anderes einfallen lassen. Ja? Und gerade wenn es jetzt um erneuerbare Energien geht oder um nachhaltige Wirtschaftskreisläufe, kann das für Europa ein irrsinniger Innovationsbeschleuniger werden. Überleg dir mal, jetzt das Thema Klimaneutralität. Ja. Das wäre wahrscheinlich noch bis im Jahr 2100 diskutiert worden, aber es braucht uns so einen Konflikt mit Gas und Öl, mit der Ukraine, dass wirklich mal was gemacht wird. Ja. Das ist eigentlich die große Chance, so schmerzhaft es aktueller sein mag. Danke dir sehr, Christoph. Danke dir für diese wie immer unglaublich spannenden und teilweise sicherlich auch ein bisschen schockierenden Einsichten. Aber ich finde es halt total wichtig, dass wir darüber sprechen und dass wir euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da mit einbinden, dass ihr daran teilhaben könnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lieber Christoph, vielen Dank, viel Erfolg bei deinen Kursen. Ich werde das alles verlinken natürlich und im Abspann auch noch deine beiden Videos, über die du eben, wo du diese spektakulären Vorhersagen gemacht hast, dass sich das auch alle nochmal anschauen können. Dann danke dir, Antonia. Dann wünsche ich dir jetzt eine gute Zeit. Und du hast jetzt eine Forschungsphase vor dir. Ne? Ich wünsche dir jetzt eine gute Forschungsphase. Du arbeitest ja an deinem neuen Astrologieprogramm. Du hast ja ein ganz tolles Online-Astrologieprogramm in der Pipeline, wo dann später mal Leute das abonnieren können und dann online immer Zugriff drauf haben. Das ist super spannend. Da willst du dich jetzt, glaube ich, drauf konzentrieren, ne? Dass das. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Da können wir dann vielleicht im Herbst nochmal drüber reden. Ja, okay. Aber jedenfalls hast du ja gesagt, du ziehst dich jetzt erstmal zum Forschen zurück. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich dieses Interview mit dir noch bekommen habe. Ja, danke dir ganz herzlich, Antonia. Alles Gute, lieber Christoph, und tschüss, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal.